Komm, die Sachen nehmen wir auch noch mit. Die Arbeit ist getan. In der Tat. Hier ist dein Lohn. Und danke für deine Hilfe. Lebt wohl. Schnell verdientes Geld. Aber ganz im Ernst, dafür hätte man nicht unbedingt Geld verlangen müssen. So, hier ist also der Zirkus. Ein Sturm, verdammt. Dann wollen wir mal mit dir reden. Sobald wir Ärger haben, muss ich uns raushauen. Wie in Maribor. Erinnerst du dich an Maribor? Liebling, bitte wechsle nicht das Thema. Darf ich es wechseln? Kommt drauf an. Wer bist du? Geralt von Riva, Hexer. Bist du Eveline Gallo? Hermeline? Nur für Freunde. Fluster dich nicht auf, Merin. Und du, red schon. Was willst du? Ich glaube, wir sollten lieber alleine reden. Ich möchte unter vier Augen reden. Eveline hat keine Geheimnisse vor mir. Und... Und du sollst die Bänke aufbauen. Und zwar jetzt. Aber... Also gut, nochmal von vorne. Was willst du? Ich habe Arbeit für dich. Wirklich? Was für eine? Anonyme Vorstellung. Kein Publikum. In einem gewissen Auktionshaus. Lohn, so viel du tragen kannst. Wie ein Spitzel siehst du nicht aus. Aber es gibt da ein Problem. Immer raus damit. Was für ein Problem? Wir haben eine Vorstellung. Sie ist ausverkauft. Und jetzt ist unser Freund und Kollege Falkenauge Wann irgendwie blind geworden. Hat zweifelhaften Fusel getrunken. Traurige Sache, aber darum geht es nicht. Aber die Leute warten. Entweder wir finden einen Ersatz für ihn, oder wir müssen den Eintritt zurückgeben. Wäre kein Problem, wenn wir das Geld noch hätten. Ah, mir dämmert, was du willst. Dann komme ich zur Sache. Spring für Wann ein, dann helfe ich dir. Was muss ich tun? Durch brennende Reifen springen? Nein, du musst mit der Armbrust ein Ziel treffen. Ja, wow. Das sollte nicht allzu schwer sein. Ich bin nicht schlecht mit der Armbrust. Ich mach mit. Klasse. Fangen wir an. Die Leute werden unruhig. Was denn? Sofort? Keine Proben? Was gibt's da zu proben? Du musst schießen und treffen. Gut. Na schön. Gut, gut, gut. Jetzt oder nie. Starten wir. Das gefällt mir. Wer wagt, gewinnt. Geschissen auf die Risiken. Los! Und nun, gute Leute, folgt der Höhepunkt des Abends. Vor euch steht Geralt von Riva, Schützenkönig von Angren, Dol Blathana und Bindegarn. Ich will mehr Klatscher sehen. Wow, was? Aber ich... Psst, Geralt. Armbrust schnappen, ran an den Speck. So, wen oder was sollen wir denn jetzt treffen? So, okay. Moment. Wir sollten wohl lieber nicht ihn treffen, ne? Das wäre ja nicht allzu gut. Und Nummer 3. Ah, da unten sind auch noch Äpfel. So. Da freut sich unser Geralt. Zum Schluss sahen wir ein kühnes Bühnenstück von Geralt von Riva. Danke fürs Zusehen. Auf bald! Schade, dass dieser Herr den Elf nicht erschossen hat. Das wäre toll gewesen. Okay. Ich dachte nicht, dass ich den Albtraum überlebe. Gut gemacht, Geralt.
Na, das war die erste Vorstellung. Was ist mit der nächsten? In der Nähe gibt es einen Kräuterkundler. Kennst du ihn? Besorg etwas Schafgartenextrakt bei ihm. Ein Geheimnis. Herrlich. Bis später, Hexer. Gut, die beiden Komplizen hätten wir damit schon mal, aber jetzt müssen wir irgendeine Mixtur zubereiten. Gut. Und zwar welche? Das werden wir bestimmt in der Hauptmission lesen können. Quests, genau. Ja, Axon hatte durch den Krieg in seiner Ferne gekämpft. Eine abführende Mixtur. Da stand, glaube ich, irgendeine Mixtur, oder? Reinigungsmixtur. Okay. Absurde wohl eher nicht. Nein. Nein, 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 nein. Hä? Nichts davon? Stellt einen Teil der Vitalität wieder her. Ja, okay. Hey, wo kriegen wir das jetzt? Wie soll ich das denn tun? Versteh es nicht. Was macht der denn? Soll das ein Tanze sein? Ah, der hat irgendwas in der Hand. Naja, egal. Also, was soll ich denn jetzt herstellen, Manu? Absurde nichts, aber ich guck trotzdem mal nach. Substanzen. Alkohol. Bomben. Bomben wohl eher nicht. Kräuter absurd, nein. Quests. Ach so. Da Quests also. Das muss man natürlich wissen. Und hergestellt. So, den Weg können wir zu Fuß gehen. Ist ja nicht allzu weit. 600 Schritte. Sollten wir schon schaffen. Ein bisschen joggen schadet nie. Wir müssen ja fit bleiben. Achso, wir müssen jetzt irgendwelche Soldaten belauschen, um zu erfahren, wo sich der Koch befindet. Ah, okay. Wie ein richtiger Agent. Was war das denn für ein Geräusch? Komm schon. Ich besiegen wir mal kurz. Wir ziehen zwar nicht viel ab, aber keine Lust jetzt irgendeinen speziellen Zauber zu benutzen. Schutzschild sollte schon drin sein. Na, wo kommst du jetzt her? Ach so. Und das ist die Äste. Nein? Gut. Schutzschild. Schutzschild.
Lauscher. Na komm her, den Rest können wir dir auch noch. So, das. Alles klar. Kurz meditieren. Wir hätten ja bestimmt irgendeine Absurd oder sonst was. Einen anderen Zauber benutzen müssen, aber lieber hatte so ein niedriges Level. Da hat sie jetzt keine Lust, irgendwas rumzuprobieren. Schön durch den Sumpf planschen. Sturmfelder Hof. Eine neue Schnellreiseoption. That's good. That's really good. Schwimm, Geralt. Schwimm, wie du noch nie geschwommen bist. Herr von Riva. Das machen sie super. So, kommen wir hier irgendwie hoch? Ja, zum Glück. So, jetzt heißt es belauschen. Nur wen? Ah, die also. Was werde ich von euch erfahren? Hauptgefreiter Wenzel. Wie ist dieser Arsch eigentlich bei der schon wieder. Hat sich freiwillig gemeldet. Angeblich musste er die Ärzte bestechen, damit er eintreten durfte. Ist der verrückt oder was? Ganz bestimmt. Nachweislich geisteskrank. Hat wohl die Tests nicht bestanden. Aber Geld, aber Geld, aber Geld. Aber Geld, aber Geld. Aber Geld, aber Geld zahlen, um in die Armee eintreten zu dürfen. Ich dachte, ich hätte schon alles erlebt. Nichts über den Koch. Schade. Ah, da hinten sind welche. Gut. Wahrscheinlich hinter dem Haus. Was werde ich von euch erfahren? Dieser, Horst Borsoli, hat er eigentlich eine Tochter? Warum fragst du? Tja, ich denke nach. In so eine Dynastie einzuheiraten, das wäre ein Leben in Saus und Braus. Ich rate dir, dich lieber nicht für die Borsolis zu interessieren. Warum denn nicht? Das bringt nur Ärger, mein Freund, nur Ärger. Nichts von Interesse. Leider. Da hinten also. Was werde ich von euch erfahren? Was werde ich von euch erfahren? Mal kurz weggucken, lieber. Fischeintopf zum Abendessen. Wirklich? Wer hat dir das gesagt? Niemand. Oh. Niemand. Heute Morgen bin ich durchs Westtor gekommen. Hab Marten am Pier gesehen, mit einer Angel in der Hand. So ein Koch ist ein echter Schatz. Er jammert nicht über die knappen Vorräte. Er tut was, um unsere Mahlzeiten aufzubessern. Ja, wenn er nur mit dem Knoblauch etwas sparsamer wäre. Der Pier beim Westtor sollte leicht zu finden sein. Danke an die Soldaten für die nette Info. So, und ist zum Glück nicht allzu weit weg. Sorry, sorry. Ja, extrem scheiße. Schon wieder diese Hexenjäger. Kann dir nichts ausstehen. Nur wenn das Hexenjäger sind, frage ich mich, warum jagen die mich nicht? Na gut, kann mir recht sein. Im Tagesverlauf. Das heißt wohl meditieren. 9 Uhr. Wir wollen ja nicht zu früh da sein. Ein bisschen ausschlafen, ne? Da ist er. Der verehrte Herr Koch. Das muss der Koch sein. Guten Tag. Beißen die Fische? Ja, tun sie. Was ist mit dir? Wie bitte? Ich habe hier diese Mixtur. Ich bezahle dich, damit du sie in der Garnison in die Suppe der Jungs schüttest.
Auf mein Signal. Ist nichts Gefährliches. Sie werden denken, dass der Fisch nicht ganz frisch war. Das wird teuer, Freundchen. Ziemlich. Du wirst mir kostenlos helfen. Ich spare, wo man nur kann. Du verlangst zu viel. Wie wär's, wenn du das Ganze ohne Bezahlung machst? Aus reiner Herzensgüte. Ja, ich helfe dir. Aus reiner Güte. Warte auf das Signal. Und kein Wort zu niemandem. Kapiert? Vielleicht hätten wir doch was bezahlen müssen, aber wir sind auch ganz schön knapp bei Kasse. Wobei auch nicht wirklich so knapp. Die Hütte des Kräuterkundlers. Also einmal durch komplett Ochsenfurt oder wie? Ja, ich gehe einfach hier an der Seite von entlang. Jetzt habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen. Wir hätten ihnen, glaube ich, schon das Geld bezahlen können. Naja. Da steckt da ein Schwert drin. Hihi. Lang lebe der König. Das hat er so motiviert gesagt, das ist unfassbar. Ab ins Wasser, ein bisschen planschen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht wirklich, dass es reibungslos verlaufen wird. Vor allem da uns die halt Bossodier oder wie er nochmal heißt, belauscht hat, als wir vom Auktionshaus aus belauscht hat, als wir mit diesem vermummten Typ geredet haben. Er wird wohl damit rechnen, dass irgendwas passieren wird. Und vielleicht sind dann mehr Soldaten dort. Wer weiß, das werden wir bald erfahren. Hallo. 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 Nee, ich bin nicht wegen des Auftrags hier. Vielleicht später einmal. Bis dann. Ach, nach hinten irgendwo. Hinterm Haus. Wie jetzt? Nee. Moment, wo wir schon hier sind? Kann man ruhig mal mitnehmen. Das wächst ja alles nach, ne? Ich dachte, wir finden die hinten, aber gut, wir müssen wahrscheinlich wieder irgendwo nach unten gelangen. Ah, hier, stimmt. Ich muss mal ein bisschen genauer umsehen. Wäre ab und zu mal hilfreich. So, ah, da sehe ich schon die Akrobatin. Ist die werte Dame schon vergeben? Ich nämlich nicht. Seit neuestem nicht mehr. Was? Nicht möglich. Nur eine Idiotin würde einen Kerl wie dich sausen lassen. Ah, endlich sind wir alle hier. Wir können anfangen. Dieser Raub ist kein Spaß. Wer Zweifel hat, soll uns jetzt verlassen. Danach geht es nicht mehr. Das Ziel ist das Auktionshaus der Borsodis, vielmehr dessen Schatzkammer. Eveline, du gehst durch den Turm rein, wenn die Wache um diese Ecke biegt. Lass ein Seil runter. Wir müssen innerhalb von 5 Minuten drin sein. Schaffen wir das? Reicht locker. Wunderbar. Durch den Turm gelangen wir ins Auktionshaus. Darin erwarte ich keine Wachen. Wenn welche da sind, haben wir Geralt und seine Schwerter. Dann runter in die Schatzkammer. Kasimir sprengt die Tür auf. Wir gehen rein, holen die Beute und verschwinden hinten durch einen Geheimgang. Das wär's. Habt ihr Fragen? Alles gut und schön, aber was, wenn etwas ernstlich schief geht? Dann ist jeder auf sich gestellt. Einfach so? In diesem Geschäft ist kein Platz für Freundschaft. Weitere Sicherheitsvorkehrungen. Fallen. Gibt es da drin sowas? Auf was müssen wir achten? Nichts besonders Gefährliches. Hier im Erdgeschoss ist ein Seil mit der Turmglocke verbunden. Wenn die einer läutet, sind wir in Schwierigkeiten.
Wie sollen wir das verhindern? Indem keiner am Seil zieht. Ich sagte ja, das Auktionshaus dürfte leer sein. Ich rechne nicht mit Problemen. Und die Schatzkammer? Ist die irgendwie gesichert? Selbst wenn meine Mischung aus Salpeter, Kordit und Knallquecksilber kriegt sie schon auf. Sonst noch was? Gesundem Menschenverstand zufolge. Dieser Geheimgang. Warum können wir da nicht rein, wenn wir dadurch raus können? Prima Frage. Warum nicht? Jeder Korridor hat zwei Enden, nicht? Wie ein Seil. Bei diesem kenne ich nur das eine Ende, in der Schatzkammer. Das andere liegt irgendwo unter der Stadt, aber ich weiß nicht wo. Mhm. Toll. Ja, aber du könntest. Wenn ich wüsste, wo er wäre, bräuchte ich euch alle nicht. Glaubt mir, ich habe ihn gesucht. Oft genug. Sonst noch was? Dann wollen wir mal an die Arbeit gehen.